Song schuld? DSDS Girls blamieren sich mit Britney Spears. Lag es wirklich nur am falschen Song? Bei DSDS geht es heute um alles oder nichts. Im Deutschland-Rekal kämpfen die Kandidaten nicht nur um einen Platz in der nächsten Runde, sondern auch noch um ein Ticket nach Südafrika. Für die Nachwuchssängerinnen Tasha, Mara und Ilin endete dieser Traum heute in einer regelrechten Blamage und das trotz einem eigentlich einfachen Britney Spears Song. Für die Jury war So Metimis von der Popprinzessin sogar ein Kindersong. Für das Gesangstrio aber offenbar eine unüberwindbare Hürde. Mara musste den Text ablesen und die 17-jährige Tasha setzte bei ihren Passagen einfach gleich komplett aus. Auch die richtigen Töne waren für alle drei wohl ein Problem. Dabei war sich der Musiknachwuchs sicher, es lag nicht an mangelndem Talent, sondern an der Songauswahl. Aber was stimmte jetzt? Zu schweres Lied oder zu wenig Gesangstalent? Für die Jury war das keine Frage, sie schickten die Mädels prompt heim. Vor allem Pop-Titan Dieter Bohlen, 64, fand besonders harte Worte: Wenn ich hier drei Kühe von der Weide herhole, liefern die mehr ab, als ihr drei.